Der Radio SAW Podcast. Corona nachgefragt. Ich bin Ingolf Kloss, Moderator und Redakteur bei Radio SAW. Neulich las ich den Post eines Freundes bei Facebook. Nach 65 Tagen verlasse ich heute das Krankenhaus. 21 Tage künstliches Koma, 15 Tage mit Beatmung in Bauchlage, Albträume auch am Tag, Muskelverlust im großen Umfang, koordinative Fähigkeiten verloren, also Essen, Trinken und Gehen und vieles mehr. Was bleibt? Ich habe Covid überlebt und es geht gut voran. Das ist für mich Lebensglück. Das schreibt Rainer. Kommt ursprünglich aus Dingelstädt in der Nähe von Halberstadt, wohnt seit einiger Zeit in Berlin. Rainer, ich grüße dich. Hallo Ingolf, ich grüße zurück. Ich bin erstmal froh, dass du deine Stimme wiedergefunden hast. Und jetzt möchte ich ganz in Ruhe erstmal wissen, wann und wie hast du festgestellt, dass du dich überhaupt infiziert hast? Gab es da irgendwie Probleme mit dem Geruchs- und Geschmackssinn oder wie war das? Nein, hatte ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, alle Anzeichen waren negativ. Ich hatte also Tests gemacht. Da kam das Gesundheitsamt und hat Tests gemacht. Meine Freundin wurde immer positiv getestet. Und bei mir waren eigentlich bis 3 Tage vor Krankenhauseinweisung alle Tests negativ. Ich hatte keine Gliederschmerzen, keinen Verlust der vom Geschmacks- und Geruchssinn. Ich fühlte mich zunehmend schlapp und habe viel geschlafen, aber so diese typischen Corona-Anzeichen hatte ich nicht. Okay. Wie waren jetzt so die ersten Reaktionen in deinem Umfeld, so Familie, Freunde und Kollegen auf deine Erkrankung? Also da ich schon eine leichte Vorerkrankung hatte, war ich eigentlich schon in Quarantäne und hatte nur Kontakt, also persönlichen Kontakt zu meiner Freundin. Alles andere zu meinen Kindern zum Beispiel lief telefonisch oder über WhatsApp, wo ich informiert habe, Achtung, ich bin nicht so richtig fit. Aber das war immer noch kein konkreter Hinweis auf, ich habe Corona. Jetzt hast du schon gesagt, du hattest eine kleine Vorerkrankung. Was war das? Ach, ich bin am 2. November eine Treppe runtergegangen und habe die letzte Stufe verfehlt und habe mir beide Oberschenkelsehnen gerissen. Mhm. Furchtbarer Schmerz. Mhm. OP, dann 10 Tage Krankenhaus, 10 Tage in der Kurzzeitpflege. Und dann war ich zu Hause und ich habe also 6 Wochen am Stück fast nur gelegen. Mhm. Das führte dann zu einer Schwächung der Lungen. Also die Lungen waren schon angreifbar. Okay. So, und jetzt sind wir gedanklich immer noch zu Hause und noch nicht im Krankenhaus. Wann war denn der Punkt erreicht, als du gemerkt hast, das wird jetzt irgendwie immer schlimmer? Ich glaube, ich sollte lieber ins Krankenhaus. Der war bei mir nie. Wenn meine Freundin mich nicht dazu gebracht hätte, das heißt, ich habe gar nicht gehandelt, sie hat gehandelt. Es kam, ich glaube, am 14. Januar, da hat sie einen Notarzt geholt, der hat aufgrund der sehr geringen Sauerstoffsättigung festgestellt, ich habe eine Lungenentzündung, hat mir Antibiotika verschrieben, aber mich nicht eingewiesen. Und ich glaube, das war ein Donnerstag. Und dann habe ich mich eigentlich schon übers Wochenende gerettet. Ich habe gemerkt, es wird immer schlimmer. Aber eigentlich war nur meine Freundin diejenige, die aktiv gehandelt hat. Dann bist du allerdings ins Krankenhaus gekommen. Was passierte dann dort mit dir? Woran kannst du dich erinnern? Da habe ich nur eine Erinnerung, nämlich die Aufnahme in der Rettungsstelle. Ich wurde vorher abends ein CT gemacht und eine Röntgenaufnahme. Und dann kam eine Ärztin zu mir, die stand an dieser Trage am Fußende und sagte, Herr Paul, ich habe schlechte Nachrichten. Sie sind mit Covid infiziert und Sie haben eine beidseitige Lungenembolie. Und dann hat sie noch irgendwas gesagt, da war ich aber schon, da hatte ich schon abgeschaltet, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann hat ein Arzt, der hat dann einen Zugang gelegt an der Vene und ich wurde eigentlich schon vorbereitet und habe dann mitgekriegt, wie die Ärzte miteinander sich unterhalten haben, dass ich eigentlich dringend auf die Intensivstation muss. Mhm. Und dann war Ruhe. Dann habe ich nichts mehr mitgekriegt. Okay. Da habe ich auch keine Erinnerung an, dass ich irgendwo auf ein Zimmer gebracht wurde, sondern ich weiß nicht, ob sie mich dort schon
im Koma gelegt haben oder ob ich dort einfach nur geschlafen habe, weil das dann auch für mich so ein Stück Befreiung. Ich war jetzt da, wo mir geholfen werden kann. Mhm. Weil das wusste ich, es ging mir richtig schlecht. Mhm. Okay. Du wurdest also ins künstliche Koma versetzt, dann gleich am ersten Tag. Und jetzt mal für alle, die sich fragen, wofür ist das eigentlich gut, in diesem Fall einen Menschen ins künstliche Koma zu versetzen? Wie hat man dir das dann vielleicht im Nachhinein erklärt? Gar nicht. Das nächste, was ich mich erinnern kann, war ungefähr 3 oder 4 Tage später. Da stand ein Arzt vor mir. Ich bin aus irgendetwas aufgewacht. Entweder habe ich geschlafen oder man hat mich aus dem Koma geholt. Und dieser Arzt, der stand vor meinem Bett und sagte, Herr Paul, Sie haben meinen Tubus entfernt. Das hat er mit solcher Entrüstung gesagt, als ob ich von seinem Manta den Außenspiegel abgetreten hätte. Der verstand überhaupt nicht und ich verstand ihn nicht, weil ich wusste gar nicht, dass ich einen Tubus habe. Also und ich habe auch nicht bewusst diesen Tubus entfernt. Okay. So, du hast ja hinterher ausgiebig erfahren, was in dieser Zeit, als du im Koma gelegen hast, mit dir alles so geschehen ist. Versuch uns das mal kurz zu beschreiben. Das Problem ist, dass ich kein Kurzzeitgedächtnis mehr habe. Also der Januar und Februar ist für mich ein weißer Fleck. Ich kriege keine Zusammenhänge hergestellt. Was war in welchem Krankenhaus? Weil ich war zuerst im Krankenhaus Köpenick 3 Wochen und war dann ungefähr 4 Wochen im Virchow-Klinikum. Ich kann heute noch nicht unterscheiden, was war wo. Es sei denn, meine Freundin erzählt mir, an welchem Tag dort gelaufen ist. Sie hat dort eine relativ detaillierte Aufzeichnung gemacht. Mhm. Und ich kriege keine Zusammenhänge hergestellt. Ich weiß, dass so die letzten Tage im Virchow-Klinikum, die waren für mich relativ schlimm, weil da war ich eben nicht mehr im Koma, sondern in solcher Aufwachphase. Mhm. Aber meine Freundin sagt, wir haben im Krankenhaus Köpenick fast täglich miteinander telefoniert, kriege ich überhaupt nicht auf die Reihe, kann ich mich an nichts erinnern. Mhm. Ja, das ist völlig weg. Ich glaube ihr das und ich weiß, dass ich irgendwann mal ihre Stimme gehört habe, aber nicht sprechen konnte. Aber das sind meine Erinnerungen an diese Zeit. Also ich persönlich kenne ja keinen Menschen, der jemals im Koma lag. Ist das eigentlich sowas wie tiefer Schlaf ohne Träume oder bekommt man dann schon auch was mit in dieser Phase? Weiß ich nicht. Also ich habe an diese Koma-Zeit überhaupt keine Erinnerung. Ich habe weder mitgekriegt, dass mich jemand ins Koma gelegt hat, noch über die Aufwachphase. Mhm. Was ich an diese Zeit habe, ist eine Erinnerung an furchtbare Albträume. Mhm. Also eine Vermischung zwischen Albtraum und Realität. Das verfolgt mich bis heute. Okay. Das ist eigentlich so, aber eher eine Folge dieses künstlichen Komas. Aber an das Koma selbst null Erinnerung. Auch also ich weiß, ich war immer sehr unruhig. Ich wollte da raus. Und ich hatte, also ich habe an meine Freundin gedacht, wenn ich wach war. Mhm. Und ansonsten war, höre nicht auf zu atmen. Mhm. Und zwar zu jeder Stunde, wo ich irgendwie denken konnte, höre nicht auf zu atmen. Mhm. Das ist so, das hat sich so eingebläut. Und trotzdem habt ihr beide nie die Hoffnung aufgegeben. Und ich weiß auch, dass du schon immer so eine positive Lebenseinstellung hast. Wie schwer war das für dich, die sich dann auch zu bewahren? Also, ja, ich habe versucht, mir Mut zu machen. Ich habe mir gesagt, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich bin mit diesem Leben noch nicht fertig. Und wir haben noch so viel vor und da kann ich jetzt nicht einfach gehen. Und das war eigentlich so das hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Es war problematisch, weil wir uns nicht sehen konnten durch Corona. Also sie durfte auch nicht ins Krankenhaus kommen und mich besuchen. Und das habe ich extrem vermisst. Also ich hatte in der Zeit, als ich im Krankenhaus war, nie bewusste Atemnot.
Aber ich habe extrem gelitten unter der Trennung von meiner Freundin, dass wir uns nicht sehen konnten, dass wir uns nicht anfassen konnten, dass wir uns nicht austauschen konnten, was dort passiert. Das war eigentlich der größte Schmerz, den ich über diese 10 Wochen empfunden habe. So, nun haben wir also gehört, du lagst viele Tage im Koma, du hattest eine schwere Lungenentzündung. Müsste da jetzt nicht auch eine Reha geplant sein? Wann beginnt die? Die ist eigentlich geplant gewesen für den 22. Und die Klinik hat irgendwo ein Kreuz falsch gesetzt und hat gesagt, ich bin noch nicht reha-fähig. Und jetzt haben wir natürlich von der Klinik, die wunderbarerweise in Heringsdorf wäre oder ist, eine Absage gekriegt. Jetzt muss die Klinik sich erst noch mal um einen neuen Reha-Platz kümmern. Wie du sicherlich mitkriegst, ich bin noch sehr kurzatmig. Ja. Das ist eine Folge dieser langen Zeit, die ich im Bett gelegen habe. Ich habe mich jetzt vorige Woche mal gewogen. Diese Zeit hat mich rund 20 Kilo gekostet. Da bin ich so nicht böse drum, wenn es nicht alles Muskeln wäre. Also ich musste lernen, wieder zu gehen. Das war jetzt in der letzten Klinik im Buch so, dass sie mich wieder so ein bisschen mobilisiert haben. Aber eben auch essen und trinken, sprechen und vor allen Dingen richtig atmen. Also bewusst atmen, über Nase einziehen und dann solche Art Lippenbremse bewusst auch wieder ausatmen. Mhm. Beim längeren Sprechen merke ich das, dass ich ganz schnell wieder in einen alten Rhythmus zurückfalle. Nun waren die letzten Wochen und Monate nicht nur für dich, sondern wahrscheinlich auch eine schreckliche Zeit für deine Familie und für deine Freunde. Wie waren so die ersten Gespräche? Weil ich könnte mir vorstellen, da ist einigen ein Stein vom Herzen gefallen. Also ich habe ein wunderbares Feedback bekommen, nicht nur auf Facebook, sondern gerade auch von der Familie, die alle heilfroh waren, auch Nachbarn oder Bekannte, auch die man nur flüchtig kann, waren sehr froh. Auch mein, ich bin ja noch berufstätig, auch von meiner Firma, vom Team habe ich ein wunderbares Feedback bekommen und alle haben mir Mut zugesprochen, weiterzugehen, haben mich bewundert und sowas ist natürlich Balsam für solche geschundene Seele, wenn man dann merkt, okay, die freuen sich mit dir. Und das ist bis heute so geblieben, dass ich mich liebisch freue, überlebt zu haben. Ja, das ist alles andere ist, ich habe so ein paar Schmarren davon getragen, das ist nebensächlich. Auch dass ich noch nicht so fit bin, ist nebensächlich. Wichtig ist, ich habe überlebt. Jetzt merken wir schon, du bist ein bisschen kurzatmig. Und ansonsten, wie geht es dir jetzt eigentlich in diesem Augenblick? Ach, ja, also diese positive Einstellung bestimmt natürlich auch meinen Tagesablauf. Ich kann mir so ein paar Ruhezeiten gönnen. Ich kann jederzeit zu meiner Freundin sagen, ich kann das nicht. Also wenn es um Wäsche oder Abwasch oder Staubsaugen geht, dann muss ich mich halt hinlegen. Nein, es geht mir gut und ich merke, wie ich eigentlich täglich Fortschritte mache. Das sind mitunter schwer erkämpfte Fortschritte, weil die Ungeduld natürlich dem entgegensteht. Also ich will ja schneller wieder fit werden. Ich will irgendwann wieder Auto fahren können. Das sind Sachen, die traue ich mich noch nicht zu machen. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. Also ich fahre schon wieder Fahrrad. Ich habe mir so ein kleines Fahrrad gekauft, was man sich an den Stuhl stellt. Und dann kann man da so treten. Das hilft eben, dass Muskeln zurückkommen. Okay. Was denkst du, wird dein Leben eines Tages wieder so sein wie vor dem Virus? Ach, das ist schwierig. Ich glaube, diese Erinnerung an diese Zeit, die hat sich eingebrannt. Normalerweise bin ich so ein Typ, der sagt, okay, ich bin da jetzt durch, jetzt packe ich das schön zusammen, packe das nach hinten in die Schublade zu und das ist weg. So einfach geht das hier nicht. Und ich glaube, das wird sich auf alle Fälle dieses Jahr noch hinziehen, bis ich wieder, hoffe ich zumindest, so einen alten Gesundheitszustand wieder erreicht habe. Also, dass diese Kurzatmigkeit weg ist, dass Muskeln wieder zurückkommen, das wird,
glaube ich, dieses Jahr noch dauern. Und das ist meine große Hoffnung. Aber die Lebenseinstellung und die Erwartung auch an die Zukunft, die sind ungebrochen. Also da ich will mich nicht schlagen, jemand an dieser Stelle. Okay. Vielleicht mal noch mal eine ganz andere Frage zum Thema. Was sagst du als Betroffener zu der derzeitigen Corona-Politik in Deutschland? Bist du einverstanden oder müsste deiner Meinung nach manches ein bisschen anders laufen? Also da gibt's, wenn du 5 Leute befragst, wirst du wahrscheinlich 5 unterschiedliche Meinungen erfahren. Meine persönliche Erfahrung ist natürlich geprägt durch das, was ich jetzt im letzten Vierteljahr mitgemacht habe. Ich bin dafür, einen harten Lockdown zu machen, und sei es auch 3 oder 4 Wochen. Es kommt viel zu spät. Man hätte das aus meiner Sicht schon im Herbst machen müssen, als absehbar war, dass die zweite Welle kommt. Also jetzt muss diese dritte Welle gebrochen werden. Und das geht eben nicht mit so halbseidenen Ankündigungen. Es ist ja noch nicht mal, dass man etwas tut, sondern die Impfrhythmen sind aus meiner Sicht falsch. Man müsste viel intensiver dieses Impfen vorantreiben. Dieses Testen ist ja nur eine Feststellung eines Augenblickmoments. Und daher bin ich konsequent für einen Lockdown, weil das, was sich auf den Intensivstationen abspielt, das ist sehr schwer vermittelbar und das möchte auch keiner erleben. Ich habe dieser kleine Exkurs, gestatte mir bitte, ich habe erlebt, wie nebenan bei einem die Geräte abgestellt wurden und ich habe gehört, wie so ein Reißverschluss von so einem Sack zugemacht wird. Mein damaliger Gedanke war, okay, jetzt bin ich wenigstens auf der richtigen Seite. Also, weil ja 50% das nicht überleben. Aber das sind Momente, die vergisst du nicht. Und darum plädiere ich an alle, ohne da jetzt so den Zeigefinger zu erheben und belehrend zu sein, aber lasst euch impfen, schützt euch, tragt Masken, damit ihr das nicht erleben müsst. Das ist jetzt der Moment, wo du vielleicht auch noch mal ein paar Menschen Danke sagen kannst. Ja, also an erster Stelle möchte ich meiner Freundin Dank sagen, weil sie hat mich ins Krankenhaus gebracht und hat mich damit auf den, sie hat mir an der Stelle das Leben gerettet, weil ich glaube, 2 Tage später wäre es zu spät gewesen. Sie hat mich über die 10 Wochen begleitet, extrem intensiv. Sie war immer für mich da, wenn ich einen wachen Moment hatte. Und das war die Grundlage, dass ich den Lebenswillen nicht verloren habe. Intensiv geholfen haben natürlich, und das hatte ich vorher nicht so gesehen, Ärzte, Schwestern, Pfleger, mit wie viel Elan und mit wie viel Begeisterung, die ihren Beruf ausüben, das war für mich wunderbar, weil ich das gar nicht so vermutet hatte. Und die machen das täglich. 24 Stunden am Tag kümmern sich um schwerkranke Leute und die haben nicht nur Erfolgserlebnisse, sondern die haben ganz viele Negativerlebnisse, wo ihr Tun, ihr Handeln eben nicht von Erfolg gekrönt ist, sondern wo sie den Kampf verlieren. Und die laufen teilweise wie Marsmännchen rum, eingekleidet von Kopf bis zu den Schuhen runter. Und so arbeiten die 8 Stunden oder teilweise sogar länger, um Leuten zu helfen. Da beklagt sich keiner. Und wir beklagen uns, dass wir mitunter eine Maske tragen müssen. Also das, da passen die Relationen nicht. Und ich glaube, die Wertschätzung für diese Berufsgruppen, also Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, kann nicht hoch genug sein. Und da geht mein Dank wirklich diesen Leuten, die mich durch diese 10 Wochen gebracht haben, die mir mehrfach, also ich
habe es selbst nicht erlebt, aber die mir mehrfach so das Leben gerettet haben in dieser Zeit, denn ich war in mehreren Momenten im kritischen Zustand. Da hat die ECMO, das ist solche Lungenmaschine, sehr geholfen, aber die Ärzte haben wirklich nach meinem Dafürhalten alles gegeben, um mich am Leben zu halten. Und da bin ich ihnen extrem dankbar. Ich werde sicherlich, wenn ich ein bisschen fitter bin, in diese Krankenhäuser nochmal fahren und mich dort bedanken, weil das ist ein Stückchen Wertschätzung für ihre Arbeit, die geleistet haben. Rainer, ich bewundere dich für deine positive Einstellung und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du bereit warst, mir dieses Interview zu geben. Ingolf, gerne. Vielleicht helfen wir ein paar Leuten, das zu vermeiden, was mir passiert ist, aber ich gehe da positiv ran. Ich glaube, das hat auch zum Effekt, dass man sagen kann, ja, es ist nicht nur negativ. Man kann eben auch gestärkt aus solcher Situation wieder hervorgehen. Rainer, ich danke dir vielmals und ich wünsche dir weiterhin gute Besserung und dass du immer weiter große Fortschritte machst, ja? Ingolf, ich danke dir, grüße alle Zuhörer und wünsche Ihnen ganz viel Gesundheit. Das war Rainer. Ursprünglich kommt er aus Dingelstädt, wohnt seit einiger Zeit in Berlin und er sagt, ich habe Covid überlebt und es geht gut voran. Das ist für mich Lebensglück. Corona nachgefragt, der Radio SAW Podcast.